So. Und abliefern. Zack. There you go. Don't say I never gave you anything. My hero. 1011 Einfluss. Richtig krass. So, der bastelt hier. Nee, der isst hier was. Aber wie krass wir uns hier ausgebaut haben. Ehrlich, das ist richtig übel. So, und jetzt gucken wir mal. Fremder in Schwierigkeiten. Okay, die sind immerhin direkt um die Ecke. Das ist ja schon mal was. So, Motor an. An. Und auf hin. Ich glaube, wir sollten echt... Wir sollten echt mal mehr Überlebende noch dazu holen, weil wir können ja noch, also drei können wir ja noch aufnehmen. Das haben wir ja das letzte Mal ausgetüftelt. Ach was, die sind hier im Salvani anwesend. Glaube ich zumindest, dass das Salvani anwesend ist. So, dann kurz am Kopf kratzen und weiter geht's. Naja, komm. Hä? Was war denn das jetzt? Mädel! Oh, natürlich. Na, leck mich doch, ey. Geh weg. Oh, natürlich, natürlich. Wo ist denn unser Überleben da in Schwierigkeiten? Alter! Laber nicht, mach mit. Na? Komm schon, stirb. Sauber. Alright, you're safe. Let's go, let's go. Thanks for coming to get me. I'm ready to leave now. Ja, dann gehen wir. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wir brauchen jetzt dringend wieder Medikamente. Wir haben keine mehr. I felt like I was specially blessed. When I was six, I fell off my daddy's boat. I was back at the stern and everybody who was there swears I didn't make a peep when I went over. Probably would have drowned, except some fella picnicking on the bank saw me, dove right in and hauled me out. Guess the good Lord sent him, just like he sent you. Geborener Held, Luke. So, eine neue Fähigkeit, oder eine neue Charaktereigenschaft haben wir also festgestellt bei dem. Hoffentlich können wir die hier auch noch irgendwann aufnehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob man mehr Überlebende als 24 überhaupt richtig aufnehmen kann, weil so viele Betten kann man ja gar nicht, ne? Wobei kaum eigentlich. Jetzt bricht das seine eigene Tür auf, auch gut. So, Luke geborgen. Freundliche Haltung, das ist ja schon mal was. So, hier haben wir ein Infestation. Herd. Infektionsherd auf Englisch, keine Ahnung. So. Ich guck mal, vielleicht kriege ich den da jetzt. Boom. Na ihr Schweine. Auf geht's. Hupen wir mal ein bisschen, dann kommen sie raus. Und ich glaube, das Auto ist ganz stabil. Dann können wir ein paar davon einfach überfahren. Das hat schon mal geklappt. Und irgendwo da drin ist noch ein Kreischer, den wir erledigen müssen. Der lockt ja Zombies an. Und die findet man ziemlich häufig an Infektionsherden. Alter! So, jetzt ist er weg. Zack! Und jetzt müsste eigentlich nur noch der Kreischer drin sein, ne? So wie es auf der Map aussieht, tatsächlich. Oh, er kommt. So. Infektionsherd beseitigt. Ah, da kommt gleich wieder die nächste Fuhr an Zombies. Und das Auto qualmt wieder. Von wegen stabil. So, jetzt gucken wir mal. Hier waren nur noch irgendwo Fremde in Schwierigkeiten. Hier gibt es noch Essen. Hier gibt es Munition. Zombie-Infektionsherd, Kampftraining. Da fahren wir jetzt mal hin. So. Bin ich denn jetzt da? Dann fahren wir... Wir fahren rechts. Wir fahren hier rechts und dann links. Das sollte besser funktionieren. Exactly side, you know I mean.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und den Spruch habe ich jetzt nicht schon, ja, um die 40 Mal gehört. Innerhalb der letzten 5 Folgen. So. Gut, das wäre vielleicht wirklich ein bisschen übertrieben, aber... innerhalb der letzten 20 Folgen. So, zack, zack. Durchs Gebüsch natürlich. Davon ist die nächste Zombie-Horde. Die lasse ich jetzt aber mal in Ruhe. So, und jetzt müssen wir hier rechts. Boah, mir juckt die Nase hier, ey. Das gibt's nicht. Ist schon komisch. Irgendwie ist es ein typisches Let's Player-Problem. Einem fängt immer die Nase nach einer gewissen Zeit an zu jucken. Das ist unfassbar. Boah, ey. Da verrutscht mir gleich das Headset vom Kratzen. Speichern. Jawohl. So, geradeaus. Na, jetzt fahr doch weiter. Ah, da oben gibt es nochmal ein Auto. Ich glaube, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das ist das gleiche Auto, nur unbeschädigt. Oh, Alter, wie das aussieht. Krass. So, Rückwärtsgang rein. Schön auch, dass in allen Autos noch Benzin drin ist. Das hätte man auch noch so als Komponente einbauen müssen, dass man Benzin finden muss, wobei das ja echt ein bisschen zu krass wäre. Da findet man ein Auto und da hat man kein Benzin und dann hat man halt geschissen. Dann ist man irgendwo in der Pampa. Na ganz ehrlich, jetzt hier ohne Auto, ja, gute Nacht. Da kannst du ja eine Stunde in eine Richtung laufen und dann bist du gerade mal bei der Hälfte der Strecke bis zur Heimatbasis. Gut, war jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber trotzdem, es geht schon in die Richtung. Krasserweise. So, noch 2 Zombies übrig. So, Zombie-Horde getötet. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Ah, Verkehrsschilder, wer braucht die schon? Wobei wir ja vorsichtig sein müssen. Denn beim letzten Mal sind wir ja an so einer Baustellenbegrenzung hängen geblieben und haben dann einfach mal einen Überschlag gemacht, woraufhin unser Auto explodiert ist. War natürlich, ja, Amerika-typisch halt, ne? Wie in einem Hollywood-Film. In einem schlechten Hollywood-Film. So. Ist mir auch so aufgefallen, irgendwie so die Tendenz geht ja echt so auf Bum, Bam, 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 Explosion, Bum, ohne Sinn und Verstand, Bum, Bum, Bam. Diese typischen, ich sag mal jetzt tiefgründige Filme oder sowas, gibt's ja eigentlich nur noch wenig. Also ist mir jetzt persönlich aufgefallen. Ich meine so Christopher Nolan, der ja relativ viel in der Richtung gemacht hat. Ich glaube, er hat ja auch, Leo DiCaprio, Inception hat er gemacht, genau, ultra geiler Film, muss ich ganz ehrlich mal sagen, mega verschachtelt, mega kompliziert, aber richtig geil und vor allem, da muss man mal richtig drüber nachdenken. Ja komm, hey, ich erzähle hier gerade was, laber nicht. 2 Infestations, ach du Scheiße, okay. Nee, worauf ich eigentlich hinaus will, solche Filme braucht man mehr heutzutage, finde ich, aber die bringen halt weniger Geld rein, merkt man ja. Diese ganzen Kaputtmach-, Prügel-, Action-, Explosionsfilme, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die bringen halt viel, viel mehr Geld in die Kassen. Weil, das darf ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Die Amerikaner mögen es nicht besonders, wenn man sie zum Denken auffordert. Es ist halt leider nun mal so. Zumindest ist es beim Großteil der Bevölkerung so. Das ist jetzt keine Beleidigung, das ist kein Vorurteil, das ist einfach die Wahrheit. Falls ihr Amerikaner sein sollte, tut mir das natürlich leid, dann gehört ihr vielleicht zu den wenigen Ausnahmen, aber nur mal als kurzes Beispiel. Es wurde eine Umfrage durchgeführt, ich glaube in den Straßen von New York war das, ob Godzilla auf einer wahren Begebenheit beruht. Yay, über 90% haben gesagt ja. Überlegt euch das mal. Über 90% haben gesagt, Godzilla beruht auf einer wahren Begebenheit. Americans. Naja. Auf jeden Fall machen wir hier jetzt mal das Kampftraining. Ja, Gebiet und Materialien gefunden. Ist ja gut. Well, ja, ich kann dir ein paar Sachen beibringen jetzt. No point in drawing more of them here. Auf geht's. Dann komm mal mit, Kumpel. Jump. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Sieht mir nach Materialien aus. Munition. Ah, nehmen wir auch mal mit. Und nehme ich auch mal mit. Ich klaue denen jetzt einfach mal die Ressourcen aus dem Schuppen. Ach was. Ich glaub's nicht.
Moment. Es war X, ne? Ja. Das bleibt ja hier eh bis in die Ewigkeit liegen. Dann nehme ich das jetzt mal mit. So. Natürlich sind wir total überlastet, aber für die paar Zombies erledigen soll es eigentlich ausreichen. So, brauchen wir nicht. Und wir fatzen jetzt ab. Hier ist eh nur Benzin drin, das brauchen wir sowieso nicht. So, rein da. Oh, natürlich neben dem Infektionsherd sollen wir trainieren und neben der Enklave von den... Oh, oh, böse Straßensperren. Neben dem Infektionsherd und neben der Enklave von den anderen Leuten. Geronimo! Oh, oh, oh. Oh. Die sind gerade durch mein Auto durchgelaufen. Ich hau ab. Was ist denn hier los? Wer wird denn hier angegriffen gerade? Oh nee. Oh nee. Noch ein Infektionsherd. Drei Infektionsherde nebeneinander. Alter, die können wir nie clearen. Fuck. Ich mache jetzt erstmal das Kampftraining zu Ende. Oder soll ich die Typen jetzt einfach mal mitnehmen und die abschlachten? Vor allem, da wird jemand angegriffen, ne? Wird echt jemand angegriffen? Da gehe ich mal rein. So. Ich habe doch alle Kreischer eliminiert gerade. Rein da. Hey, die sterben hier sonst weg noch. Auf, Kumpel. Alter, kämpft er mit einer Bratpfanne? Ernsthaft, ey, die werden hier niedergemacht. Was ist denn hier los? So, hier kann man doch auch prima Kampftraining machen, oder? So, komm schon. Es werden immer mehr. Die kommen natürlich von anderen Infektionsherden jetzt auch rüber. Hallo? Ach da. Okay, ich dachte eben schon, wo sind denn die letzten jetzt? Die kämpft hier mit einer Schaufel, auch nicht schlecht. Wow. Okay, den haben wir erledigt. Lea Erickson und Anya Edmonds. Ich komme nicht vorbei. So, jetzt. So, hier haben wir ein Bücherregal. Das lasse ich jetzt alles mal stehen. Ganz ehrlich, wenn wir den Typen jetzt dabei haben, könnten wir die Infektionsherde doch eigentlich mal clearen, oder? Die Frage ist, ob unsere Waffe so lange hält und wir haben ja keine Medikamente mehr, ne? Oh, nee. Army Zombie. Komm, der macht den fertig. Okay. Ja, ja, ist ja gut. So, mal ein paar Snacks rein. Ach, leck mich doch, ey. So, wir sind noch gut dabei. Komm, wir nehmen den Infektionsherd jetzt hier jetzt einfach mit. Los geht's. Ein Kreischer ist da noch drin. Ich will die jetzt aber wegmachen hier. Die Infektionsherde, das geht nicht anders. Drei Stück nebeneinander. Vier Stück nebeneinander. Leck mich doch. Da vorne ist gerade noch einer entstanden. Ich glaub's nicht. Alter. Das geht nicht. Was soll das? Da vorne kommen zwei Kreischer aus dem Haus. Immerhin sind sie außen am Haus. Wenn sie drin sind, sind sie viel schwerer zu töten. So können wir sie wegschießen. Wir haben ja noch genug Money. Gott, lad mal nach, Mädel. Wie macht man das jetzt? Boah, Alter! So, zwei Kreischer erledigt. Und wir gehen mal hier rein jetzt. So, und da ist auch schon der andere Kreischer.
So, komm. Weiter geht's. Auf, Kumpel, komm. Oh, oh. Boah, Alter. Halt's Maul. Jawohl. So, dann mach den fertig. Komm schon, Infektionsherd muss jetzt beseitigt werden. So. Boah, unsere Waffe hält immer noch, Gott sei Dank. Wo sind hier jetzt noch Zombies? Das wundert mich jetzt gerade echt ein bisschen. Ah, hier. Komm schon. Jawohl. Sauber. Und da drüben nisten sich schon wieder welche ein. Ich glaube es nicht. Wir machen die Infektionsherde jetzt platt, sei drauf geschissen. So. Wir brauchen den Typen jetzt auch dabei. Los, komm schon. Hier haben wir sowieso schon die Kreische erledigt. Hier dürfte ja nicht mehr so viel übrig sein jetzt. Und ich hoffe, das hatte ich nicht gesagt. Denn wahrscheinlich ist das ganze Haus noch voller Zombies. So, hier lang.